Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für den vor einer Woche vorgestellten Mischlingsrüden Ben gibt es Interessenten. Das ist ein positiver Anfang im gerade begonnenen neuen Jahr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims Archinoa hoffen, dass Ben bald eine neue Bleibe findet und es noch vielen Tieren genauso geht. Heute stellen wir als erstes einen ungefähr 2 Jahre alten Kater vor. Er ist getigert weiß und unkastriert. Das Katerchen wurde am 8. Januar in Gotha in der Schwabhäuser Straße gefunden. Tierheimleiterin Katrin Mattes nimmt an, dass er vielleicht zu weit auf Brautschau gewandert ist. Nun sitzt er sehr schüchtern in der Arche Noah und wartet dringend auf seine Menschenfreunde. Auf jeden Fall ist er Menschen gewöhnt und lässt sich streicheln. Trotz seiner Verschüchterung und Ängstlichkeit wird er nicht böse. Sollte sich für den schönen Kater kein Besitzer melden, sucht er nette Menschen, wo er sein Katzenleben wieder genießen kann. Die zweite Vorstellung haben 2 Meerschweinchen, von denen das Weiße ein trauriges Schicksal hatte. Das possierliche Meerschweinchen wurde vom Passanten am 29. Dezember in der Gotha-Bertha-Schneier-Straße an einen Altkleidercontainer gefunden und möglicherweise dort ausgesetzt. Schön für das kleine weiße Mädchen erwies sich, dass es in der Arche Noah schon ein Böckchen gab, das von seinem Besitzer dort abgegeben worden war. Meerschweinchen sind bekanntlich ganz gesellige Tiere, sodass die beiden sofort beste Freunde wurden. Das zottelig schwarze-rote Böckchen ist kastriert, weshalb es nicht mehr zu ungewolltem Zuwachs kommen kann. Der schöne Wusche wurde im Juli 2015 geboren. Seine weiße Freundin wurde auf 1 Jahr jünger geschätzt. Da sich die 2 so gut verstehen, sollen sie zusammen vermittelt werden. Es gäbe auch die Möglichkeit, sie in eine Gruppe zu integrieren, meint Tierheimleiterin Mattes. Nur allein soll keine der beiden leben, dann vereinsamen die Tierchen, wie alle Rudel- und Herdentiere.